Ich sagte ja heute Morgen, das Motto heute ist, an Achtsamkeit, an Bewusstheit führt kein Weg vorbei. Und jetzt nehmen Sie bitte die Hände zusammen. Und hier drücken Sie mal fest zusammen, spüren Sie hier Präsenz, ich bin hier da. Da verstehen wir so in den Forschungskontexten Achtsamkeit als das Gewahrsein, das entsteht, wenn wir die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen. Das heißt, wir werden wirklich bewusst dessen, was hier jetzt gerade passiert. Wie können wir Organisationen so weiterbringen, dass sie auf die neuen Herausforderungen des neuen Wissenszeitalters vorbereitet sind? Wir müssen uns definitiv mit der nächsten Welle der Innovationen und der Technologien beschäftigen. Wie stelle ich eine Firma auf, damit sie selber in der Lage ist, proaktiv die Zukunft zu managen? Self-Awareness. Sich seiner selbst bewusst sein. Wie bin ich an diesem Tag drauf? Und ein guter Airman ist in der Lage, sich selbst zu reflektieren. Regelmäßiges Training von zeitkritischen Notsituationen gehört auch dort mit dazu, während man an Bord der Raumstation ist. Man könnte das nennen, das ist wie so eine Art kollektive Achtsamkeitsmeditation, weil sie mit Leuten stattfindet, die gemeinsam zusammenarbeiten und sich die Zeit nehmen, ihre eigenen Praktiken zu reflektieren, indem sie sich angucken, wie ein unerwartetes Ereignis sich eigentlich Schritt für Schritt aufbauen konnte. Organizational Mindfulness war ein Stichwort und das andere agile Organisation. Sich einstellen auf Unerwartetes, auf Neues, flexibel sein, sich wandeln können. Was braucht es dazu? Also wir glauben, dass unsere Leute empathischer werden tatsächlich. Und wir glauben auch, dass sie tatsächlich besser mit Stress umgehen. Auch ein bisschen die Wahrnehmung, also was man so klassisch gelassen nennt. Da, wo diese beiden Ideen der organisationalen Achtsamkeit und der persönlichen Achtsamkeit zusammentreffen, können die eine ganz andere Wirkungsrichtung entfalten, als wenn ich nur mit einem organisationalen Konzept komme oder nur mit einer individuellen Bemühung. Also am Professional Campus der Uni Wittenherdecke haben wir neben der jährlich stattfindenden Konferenz auch Lehrgänge, sowohl für Führungskräfte im Speziellen, aber auch für Menschen, die sich vorgenommen haben oder als Ziel haben, Mindful Leadership auch anderen zu vermitteln, anderen beizubringen. Dafür haben wir einen Train-the-Trainer-Lehrgang. Bewusstseinsmanagement ist der Hauptjob, den Führungskräfte zu leisten haben. Zuerst bei sich selber und dann aber auch im Umgang mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, auch dort mitzuhelfen, dass die Menschen lernen, ihre Bewusstseinsprozesse gut zu steuern.